Hallöchen, willkommen zurück hier bei Elite Dangerous. Ich werde mal wieder hier die ganzen Teile einschalten. Ach so, Silent Running aus. So, alles wieder an. Und so sollte unser Raumschiff jetzt langsam enteisen. Wir können schon mal hier ein Ziel auswählen. Was piept hier? Achso, der Schild lädt noch auf. Sind aber zum Glück keine Gegner gerade in der Nähe. Und zwar würde ich ganz... Oh, Notruf. Wollen wir da mal hinfliegen? Mach ich mal. Gucken wir mal. Vielleicht werden wir da kaputt geschossen. Aber das kann ja schon mal vorkommen. Super Cruise an und los geht's und ich muss husten. So, habe ich aus Versehen den Hyperantrieb angemacht statt den Super Cruise. Dann kommen wir da mal zur Hilfe, was? Ja, wir sind halt immer noch ein bisschen beschädigt, das ist eigentlich nicht so gut. Damit jetzt zur Hilfe zu kommen. Huch! Bundesnotruf. Zack. Habe ich wohl aus Versehen gerade die Taste gefunden, um das Ziel umzuschalten. Warum sind wir so langsam unterwegs? Bitte schneller werden. Wuhu! Dreh. Wir sind halt richtig weit ab vom Schuss hier, ne? Naja. Passiert. Dann werden wir mal kurz hier schauen, was da für Notruf, was da beim Notrufphase ist. Und dann gucken wir mal, dass wir schön Asteroidengürtel erreichen. Weil man da nämlich sowohl Kopfgeldjäger sein kann, als auch Pirat. Ne? Das bietet sich an. Da sind im Moment NPC-Schiffe in der Regel, die da irgendwie abbauen. Später soll man auch selber abbauen können. Das ist allerdings noch nicht implementiert. Das kommt noch. Und ja. Dann wird man da auch selber abbauen können. Im Moment kann man halt nur entweder die Frachter überfallen oder die Piraten jagen oder was auch immer tun. Und ich habe leider nicht so viel Geld, dass ich mir hier irgendwie einen tollen neuen Laser leisten könnte. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Sache, bevor ich mich in so einen Kampf stürze. Oder eine neue Legierung hier für mein Raumschiff, also eine neue Panzerung. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. So, welche... Ich weiß jetzt nicht, welche Distanz jetzt der Notruf hat. Ich glaube, das ist aber der untere, also 200, ja. Langsamer werden bitte. Hier gerade meine Zunge raus, während ich das Manöver hier mache. Ich muss sagen, mir macht das Spielen mit Joystick auch extrem viel Spaß. Das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich seit ich 12 war oder so. Jetzt habe ich mir extra einen Joystick gekauft für so Spiele wie Star Citizen und dieses hier. Und das ist doch super. Das fühlt sich direkt so gut an. Ganz wuschig. Komm, ein bisschen schneller. So, da an Iranien vorbeifliegen. Bremsen!
beziehungsweise negativ beschleunigen. Ja, ein bisschen beschleunigen. Geht doch noch. Einmal einen Blick da auf das Iranien da werfen. Iranien 2 sieht man jetzt nicht so viel, weil wir von der dunklen Seite kommen. So, da sind wir dann gleich. Und gucken wir mal, was da ist. Ne? Huch, ein bisschen hier in die Richtung. 2000 Kilometer. Oh, durchbeschleunigen. Ding, 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 ding. So, langsam. Langsam, langsam, langsam. Ein bisschen korrigieren und annähern. So, lasst mich hier gleich in sicherer Entfernung einmal kurz raus. Und hier ist relativ viel los. Und hier wird gekämpft. Die Frage ist nur, wer hier gegen wen kämpft. Bundeskampfschiffe. Was hat denn hier die Sidewinder beispielsweise? Bitte mal Energie auf Schilde und Waffen mal ausfahren. Was ist denn das für eine Sidewinder? Welche ist denn das? Wo ist die denn überhaupt? Da unten. Fliegen wir mal hin. Überspannung festgestellt. Iranian Defense Craft. Okay, hier will ich mich eigentlich nicht einmischen. Hier kann ich doch auch eine Seite wählen, oder? Gruppierung wählen, genau. Hier kämpfen wieder Staatenbund gegen Iran. Mache ich jetzt mal nicht mit. Ich fliege mal woanders hin. Gut, aber habe ich gesehen hier, der Notruf, da wird offenbar gerade einfach gekämpft. Fahren wir unseren Laser wieder ein. Und dann werde ich jetzt mal auf der galaktischen Karte schauen, dass wir zu einer Abbauwelt kommen. Huch, so. Wirtschaft Hightech, Wirtschaft keine, da ist übrigens nichts los im Moment. Hightech Abbau, ja, da wird dann wohl auch ein Asteroid sein. Fliegen wir da mal hin. Ja, man hört hier die Kämpfe, wie sie stattfinden, da halte ich mich aber schön, schön raus. Ja, nicht, dass ich nachher wieder aus Versehen ihren Verbündeten abschieße und dann sind plötzlich alle gegen mich. Nur offenbar muss ich hier so ein bisschen mittendurch fliegen, wenn ich dahin will. Ja, geht noch klar. Gut, 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 gut. Dann, ja. Macht's gut, ihr Trottel. Warum lädt das so langsam? Das ist nicht gut. Irgendwelche Aufhängungen ausgefahren? Ne. Ich fliege erstmal ein bisschen weiter weg. Bitte mal auf den Antrieb hier. Können wir jetzt? Ja, das sieht deutlich besser aus. Man kann auch von außen sehen, dass sich hier mein Raumschiff gerade aufheizt. Da fahren die Klappen aus und so. Kann man vielleicht später mal gucken, wenn ein Schiff vor uns flieht. dass das dann halt auch echt so aussieht, als würde da gleich, als würde das Schiff von innen brennen, wenn es so heiß wird. Das ist echt gut gemacht. So, fliegen wir mal hier. Okay. So, was haben wir hier denn? Rohstoffabbaustandort. Da will ich doch mal hinfliegen.
als Ziel festgelegt, da müssen wir in diese Richtung hier fliegen. Das ist ein Planet mit Asteroidengürteln, also mit Ringen, so wie hier verschiedene Planeten auch in unserem Sonnensystem. Was blinkt da so? Warum blinkt das? Gut, es blinkt nicht mehr. Alles gut. Was wollte ich gerade sagen? Genau, es ist ein Planet mit verschiedenen Ringen und da müssen wir dann auch schön gucken, dass wir nicht durch die Ringe durchfliegen gleich bei der Annäherung, sondern dass wir da von oben den Asteroidenabbaustandort erreichen. Das ist nämlich ganz sinnvoll, ansonsten müssen wir uns durch jede Menge Asteroiden manövrieren. Und wir sind zu schnell. Hei. Was kommt davon? Und zwar, hier wollen wir hin, ne? Gut, aber wir kommen anscheinend jetzt schon gerade richtig rein. Das ist doch der Planet mit den Ringen, oder? Sieht fast so aus. Das sieht nach Ringen aus, ja. Ah, fliegen wir da mal hin. Zu der Signalquelle fliegen wir jetzt nicht, sondern hier schön von oben zu dem entsprechenden Ring, zu dem wir wollen. Zu dem Abbaustandort nämlich. So. Hei. Ha, da habe ich mich leise gedreht, um zu husten. Ja, was ich alles so treibe, das glaubt ihr ja gar nicht. Oh, Aufprall. Wo prall ich auf? Ja, hier sieht man jetzt schon, dass da ein paar Asteroiden sind. Das heißt, ich werde mal verlangsamen. Ich will ja nicht direkt da reinfliegen. Denn im Super Cruise hat man keine Schilde, wie man sieht. So. Warten wir mal wieder bis zu einer Entfernung von 60 Kilometern etwa. Es leuchtet rot. Was tut es? Ich glaube, ich sollte jetzt hier besser mal raus, weil man da schon die Asteroiden gesehen hat. Oh, Asteroid, genau. So. Und hier sieht man hier schon extrem viel los. Ach, guck mal. So, wir sind da. Dann werde ich mal ganz kurz das hier als Ziel deaktivieren und mal gucken, was wir hier für Kontakte haben. Wir haben eine Anaconda und eine Cobra. Die Anaconda ist ein bisschen zu hart, glaube ich, für uns. Scannen wir mal die... Ah, eine Sidewinder. Das ist doch super. Wo ist sie? Hinter uns. So. So geht's schneller. Ui, hier ist ein Fels. Was? Ist er weg? Oder will uns jemand angreifen? Alles klar. Das ist eine Sidewinder, die bekämpfen wir mal ganz fix. Wie gesagt, es gibt hier ganz gut Piraten. Das ist aber mal wieder einer mit doppelt so vielen Lasern wie wir. Das ist nicht gut. Aber wir sind nicht der Einzige, der da drauf feuert.
Es ruckelt übrigens ein bisschen. Okay, ist tot. Sehr gut, der hat uns aber ordentlich getroffen. Unser Rumpf ist bei 42%. Das ist nicht gut. Den Impulslaser lasse ich mal ausgefahren. Ah, die Schilde sind wieder da. Es ruckelt tatsächlich übrigens ein bisschen. Scan doch mal die Sidewinder. Scannen. Hallo? Schießt man da auf uns? Wer ist er denn? Eine Kobra? Ah, nicht ausfahren, einfahren. Einfahren, ausfahren, so. Es ruckelt ein bisschen. Travis ist gesucht. Na, den können wir doch mal dann direkt abfeuern. Aber es ruckelt. Das ist doch nicht so schön. Aber man sieht hier, ist direkt auf jeden Fall ein bisschen was los. Hier herrscht echt etwas Anarchie und wir werden von jemand anderem angegriffen als Travis. Aber dass es ruckelt, ist gerade nicht so schön. Autsch, 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 autsch. Ha. Da bin ich mit ihm zusammengestoßen. Unschön. Tot ist er. Schilde deaktiviert. Ich denke, wir werden hier nochmal sterben. Weil wir attackiert werden. Hier ist natürlich auch echt viel los. Man sieht das hier jetzt leider gar nicht so sehr. Unser... Ich warte mal, bis sich die Schilde aufladen. Oh nee, das war's. Tot, tot, tot. Hui, ja, hier kann man offenbar auch relativ schnell sterben. Das nächste Mal hätte ich wahrscheinlich eher, also das nächste Mal muss ich wahrscheinlich eher mit meinen, mit dem Handel ein bisschen mein Schiff etwas ausrüsten und dann kann ich da vielleicht nochmal versuchen, was zu reißen. Jedenfalls kann man in diesen Asteroidengürteln Schiffe treffen, die da Dinge abbauen. Später wird man auch selber abbauen können, man kann da Piraten treffen, man kann sich da also auch als Kopfgeldjäger genüglich tun. Das muss ich hixen. Genüglich tun und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle soll das jetzt auch erstmal das gewesen sein. Das ist halt das, was das Spiel gerade so hat. Es macht schon jede Menge Spaß, man will auf jeden Fall schon immer mehr haben, als man bisher hat und so. Da kommt das kapitalistische Denken wieder raus. Ist ganz schön. Ja, falls sich jemand für solche Spiele interessiert, dann ist das auf jeden Fall demjenigen ans Herz gelegt, zumindest vielleicht mal für 40 Euro das dann vorzubestellen, wenn es dann released wird, kriegt man es dann. Alles klar, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns dann in einem der anderen Videos und falls es hier dann ein Update gibt demnächst oder wenn es ein Update gibt, dann werde ich da eventuell auch nochmal ein Video zu machen. Bis dann, Tyrülü.